Ja, ganz herzlichen Dank, Patricia Pantel. Jetzt wollte ich dich so gerne vorstellen. Ich mache es trotzdem nochmal, ja, weil es einfach so schön ist, dich vorzustellen. Also, sie spricht sich dafür aus, dass die Politik des Gegeneinanders zu überwinden und eine starke soziale und ökologische Politik in der aktuellen Regierung umzusetzen. Sie ist Abgeordnete im Deutschen Bundestag, Mitglied im Familienausschuss sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und seit Februar 2022 ist sie Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen, Ricarda Lang. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein. Ja, wir haben zwei Kameras für unsere Online-Gäste. Wir haben ja so ein bisschen Studio-Atmosphäre hier aufgebaut. Ja, und wir sind am Ende eines langen Tages. Es wurde viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Wir haben unterschiedliche Facetten beleuchtet, um dich auch so ein bisschen abzuholen. Wir haben über Wasserstoff gesprochen. Wir haben über Kreislaufwirtschaft gesprochen. Wir haben über das Thema Bauen gesprochen. Wir haben viele Dinge hier andiskutiert, aber den Knaller haben wir quasi bis zum Schluss aufgehoben. Und das ist sozusagen aktueller denn je. Robert Habeck wollte auch eigentlich hier sein, hat dann abgesagt, weil er heute Morgen eine legendäre Pressekonferenz gegeben hat, die wahrscheinlich auch in die energiepolitische Geschichte Deutschlands eingehen wird. Wir haben momentan eine Verstaatlichung eines Gasunternehmens Uniper auf der einen Seite, der Bund steigt ein, und auf der anderen Seite haben wir auch eine Gasumlage, die auf uns zukommen wird. Und viele fragen sich natürlich, was passiert da jetzt eigentlich? Der Staat steigt ein in die Energiewirtschaft aktiv, um ein Unternehmen zu retten, was vor dem Bankrott steht aufgrund dieser russischen Situation. Und auf der anderen Seite haben wir eine Gasumlage, die ja eigentlich genau das gleiche Ziel hatte, nämlich Unternehmen zu retten. Das heißt, wir retten jetzt einerseits, kaufen wir Unternehmen, und wir belasten zusätzlich noch Bürger und Verbraucher. Wie passt das zusammen? Kannst du vielleicht uns da so ein bisschen helfen mit der Einordnung? Ja, sehr gerne. Erstmal hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass es pünktlich geklappt hat, weil wir hatten gerade noch eine Aktuelle Stunde zu genau dem Thema im Bundestag. Ich bin dann von hier rüber geflitzt und freue mich jetzt sehr, hier zu sein. Erstmal vielleicht zur Verstaatlichung selbst. Das ist natürlich ein Schritt, den hätten wir uns auch vor ein, zwei Jahren, glaube ich, alles so nicht vorstellen können. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass es ein richtiger Schritt ist. Denn es geht ganz konkret darum, die Versorgungssicherheit für den Herbst und für den Winter zu gewährleisten. Und wenn das Unternehmen Uniper bankrott gehen würde, dann wäre diese akut gefährdet. Das heißt, wir reden hier vor allem über Stadtwerke, die kein Gas mehr bekommen würden, die das dann weitergeben würden an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Also wirklich um eine Gefährdung von kalten Zimmern bis hin zu Ausfällen bei der Wärme, bis hin zu Unternehmen, die massiv belastet werden. Und um denen vorzubeugen, machen wir jetzt die Verstaatlichung. Ich glaube, man kann es nicht genug sagen, auch wenn wir jetzt natürlich in der Gegenwart handeln müssen und für die Zukunft. Manchmal muss man schon auch den Blick in die Vergangenheit wagen. Dass wir uns so abhängig gemacht haben von diesem Gas, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo das der einzige Weg ist, das ist ein riesengroßer Fehler. Und wir müssen aus diesen Fehlern lernen. Wenn wir über die Energieversorgung für die Zukunft reden, dürfen wir nie wieder so abhängig von einzelnen Akteuren werden. Diversifizierung ist jetzt wirklich das Gebot der Stunde. Dann haben wir die Gasumlage. Auch die Gasumlage hatte ja das Ziel, die auf der einen Seite Versorgungssicherheit zu gewährleisten mit Uniper und auf der anderen Seite auch zu verhindern, dass die Preissprünge einfach irgendwann weitergegeben werden, unvorbereitet, wahrscheinlich dann mitten im Winter oder Anfang im nächsten Jahr im Frühjahr. Das finde ich auch richtig. Natürlich ist es aber so, dass man auf veränderte Realitäten auch verändert reagieren muss und sowas prüfen muss. Und jetzt haben wir die Situation Verstaatlichung und Gasumlage, dass es hier tatsächlich rechtliche Zweifel gibt. Robert Habeck hat das heute auch nochmal gesagt, ob das miteinander vereinbar ist. Also ob ich in einer Situation, wo es ein verstaatliches Unternehmen gibt, rechtlich noch eine Umlage ergreifen kann. Das muss jetzt geprüft werden. Das liegt beim Finanzministerium. Ich kenne noch keine Prüfungsergebnisse. Die müssen jetzt aber so schnell wie möglich kommen und dementsprechend müssen wir handeln. Es war ja immer klar, sollte es Zweifel geben an der Rechtmäßigkeit, dann gibt es Alternativen, das wären vor allem Finanzierungen aus dem Haushalt. Für die müssen dann aber auch die Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Da würde ich aber immer sagen, ich glaube, am Ende muss die Versorgungssicherheit über haushalterischen Grundsatzdebatten stehen. Also nochmal, dass ich das richtig verstehe. Also ihr prüft jetzt gerade, ihr sagt, Uniper wird verstaatlicht. Und die Frage, ob ein verstaatlichtes Unternehmen nochmal aus der Gasumlage zusätzliches Geld bekommen kann, wer bekommt das denn, der Haushalt oder der Uniper dann direkt? Also das muss noch rechtlich geklärt werden. Das muss rechtlich geklärt werden. Okay, und die Gasumlage selber, da gab es ja auch so ein paar rechtliche Zweifel, ne? Wie gehen wir eigentlich damit um, dass jetzt Unternehmen, die jetzt von dieser wahnsinnigen Energiepreisexplosion ja auch über Gebühr profitiert haben, das muss man ja einfach so sagen, Zufallsgewinne ist da, glaube ich, der Fachbegriff. Wie schließt ihr aus, dass man diejenigen, die jetzt ohnehin viel davon profitiert haben, nochmal zusätzlich belohnt?
Da sind wir ja gerade dran. Das wird innerhalb der nächsten Wochen ins parlamentarische Verfahren eingehen. Das heißt, wenn man sich die jetzigen Zugriffszahlen anschaut oder sozusagen Anmeldungen bei der Gasumlage, muss man sagen, es ist jetzt schon so, dass ungefähr 92% davon Uniper und Gazprom Germania sind. Also das heißt wirklich diese Unternehmen, wo gerade die Sorge von Bankrott besteht, wo jetzt auch der Staat eingestiegen ist. Und diese anderen 8% trotzdem aber natürlich ein Gefühl der Ungerechtigkeit, was ich komplett nachvollziehen kann. Also auch für mich ist es ja, das widerspricht, glaube ich, jedem Gerechtigkeitsempfinden, ne, dass eine Firma, die an anderer Stelle große Gewinne macht, darauf zurückgreifen kann. Dieser Weg wurde damals ein bisschen offener gewählt, da man den recht sichersten Weg gehen wollte. Aber Robert Habeck hat ja angekündigt, und das wird auch in den nächsten Wochen kommen, wie gesagt, jetzt sind ja erstmal auch ein paar andere Fragen zu klären, dass das eingeschränkt wird. Eingeschränkt wird einmal auf Unternehmen, die tatsächlich systemrelevant sind und die nicht in anderen Bereichen Gewinne machen, mit denen sie sich finanzieren können, und auch auf Unternehmen, die keine Boni auszahlen. Denn ich würde mal sagen, Unternehmen, das noch die Möglichkeit hat, Boni auszuzahlen, das kommt noch so gut klar, dass es keine Gasumlage braucht. Wo ist euer ordnungspolitischer Kompass? Also wann sagt ihr, steigt ein? Ihr steigt jetzt bei Uniper ein. Es gibt ja noch ein paar andere Unternehmen, die auch vom Gas abhängig sind. Also was gibt es da für Kriterien? Das Kriterium ist die Versorgungssicherheit. Also jetzt gerade mit Blick auf den Winter ist unsere Aufgabe dieser Regierung, ist die Aufgabe von Robert Habeck, die Versorgungssicherheit in diesem Land klarzustellen. Dabei gehen wir Wege, die wir nicht gerne gehen. Ich glaube, daraus muss man jetzt hier keinen Hehl machen, dass wir dabei auch Schritte gegangen sind, die mir als Grüne, mir als Klimaschützerin wehtun und die auch, darüber werden wir gleich nochmal ausführlicher sprechen, natürlich nicht für Dauer zementiert werden sollten. Es geht jetzt nicht darum, dass dieser Krisenmodus, den wir im Blick auf diesen Winter haben, einfach dauerhaft fortgeführt wird, sondern wir müssen der Transformation für den Verkehrsbereich, wurde hier gerade schon diskutiert, ich glaube, die anderen Themen auch im Laufe des Tages vorankommen. Aber wenn es jetzt darum geht, was tun wir für diesen Winter, dann ist tatsächlich die Orientierung die Versorgungssicherheit für die Menschen in diesem Land. Robert Habeck hat gesagt, wenn wir Glück haben mit dem Wetter und so ein bisschen Glück haben sonst, kommen wir da durch. Wie ist deine Einschätzung? Wir haben jetzt einen Stand der Gasspeicherstände von 90%. Das muss man erstmal sagen, das ist ein Wahnsinnserfolg, das hinbekommen zu haben. Ich habe selbst immer wieder gesagt, man kann 16 Jahre verfehlte Energiepolitik und Abhängigkeit von Russland nicht in wenigen Monaten ungeschehen machen. Jetzt muss man sagen, Robert Habeck ist relativ nah dran gekommen. Aber natürlich, das ist der eine Punkt, also sozusagen, wie viel Gas haben wir jetzt? Was die Menschen natürlich gerade am stärksten beeinflusst, sind die Preise. Und das wird das Harte werden. Ich gehe davon aus, dass wir sozusagen mit den Schritten, die wir jetzt gerade gehen, was die Versorgung angeht, stabil durchkommen. Schwierig wird das immer noch. Ich kenne genug Unternehmen, wenn man mit denen darüber redet, welche Wege die jetzt gegangen haben, um bei sich einzusparen, von sozusagen runterfahren von bestimmten Produktionsketten und sowas. Das ist ja alles kein Spaziergang, wie man da hingekommen ist, sondern das sind verdammt harte Entscheidungen. Das sind verdammt schwierige Entscheidungen für Privathaushalte, für Verbraucherinnen, für die Regierung, für viele Unternehmen. Aber das werden wir hinbekommen. Das werden wir schaffen. Was wir gleichzeitig schaffen müssen, ist eine Antwort auf die steigenden Preise zu finden. Auf diese steigende ist ja fast schon eigentlich ein Wort, das ist viel zu schön, auf diese explodierenden Preise, denn das ist das, was die Menschen gerade in Unsicherheit versetzt. Also wir sind aber beim TÜV, da sind wir ja die Prüfer, ja, und tatsächlich die Zahlen, die du genannt hast, 90% der Füllstände, wir kritisieren ja auch häufig die Politik, aber hier muss man wirklich auch mal sagen, dass die ihr übererfüllt, also Habeck hat übererfüllt, es gab ja Pläne, die Gasfüllstände zu erhöhen auf diese Zahl, und die sind früher erreicht worden, als das eigentlich geplant war. Das ist mal so der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil ist genau das, was du angesprochen hast, also diese Preissituation. Ich weiß gar nicht, wie man das den Leuten erklären kann. Clara Galvez hat hier vorhin beim Thema Mieten gesagt, dass die Nebenkosten zur zweiten Miete eigentlich werden. Ja, vielleicht sogar noch darüber. Faktor Vielfaches, ja, das ist das eine. Und auf der Unternehmensseite sieht es ja nicht besser aus. Also es kennen viele Betriebe gerade, also nicht nur mittelständische, sondern auch große, die Produktionslinien einstellen müssen, können keine Ziegel mehr produzieren, können keine Stoffe mehr produzieren für Düngemittel, Lebensmittel etc. pp. Also da droht ja im Grunde genommen nicht nur eine Insolvenzwelle, sondern da droht ein ganz Industriezweige wegzubrechen. Jetzt haben wir zwei Entlastungspakete erlebt, ein drittes bringt, ja, das ist ja noch nicht durch, oder? Habe ich es richtig verstanden? Wir haben schon drei beschlossen. Okay, drei Viertes beschlossen. Wird wahrscheinlich noch, ja, kommen. Sind die Bundesländer auch schon dabei, oder? Die sind jetzt in der Aushandlung, aber ich glaube, am Ende werden die sich eine Entlastung weder der Bürgerinnen noch der Unternehmen verwehren. Heute Morgen in der Diskussion war, der Staat kann natürlich nicht alles bezahlen, man muss sich konzentrieren. Teilst du das, und wenn ja, worauf sollten wir uns konzentrieren? Klar teile ich das. Also ich glaube, das ist erstmal eine Aussage, die von jeder politischen Partei schon jemand getroffen hat, dass wir nicht alles übernehmen können, zielgerichtet vorgehen müssen.
Dann ist natürlich die spannende politische Debatte, die daraus folgt, was heißt denn zielgerichtet? Über wen sprechen wir dann? Ich würde immer sagen, wenn wir über Verbraucherinnen und Verbraucher sprechen, wenn wir über Einzelpersonen sprechen, dann müssen wir über die reden, die schon in den letzten Jahren Probleme hatten, um die Runden zu kommen. Dann müssen wir über die reden, die jetzt gerade wirklich jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Aber wir müssen auch anerkennen, das sind ehrlicherweise nicht nur die, die in Armut gelebt haben davor. Das sind nicht nur diejenigen, die Grundsicherung empfangen oder Wohngeld empfangen, sondern ich glaube, die Gruppe, die wir gerade wirklich noch stärker in den Blick nehmen müssen, das ist die untere Mittelschicht. Das sind die Menschen, die über dem liegen, wo ich was sozusagen soziale Transfers empfange, aber die wirklich diese Preise, Clara Geiwitz hat es zweite Miete genannt, unfassbar hart spüren. Und wo das wirklich die Frage ist von, wie kommen wir hier eigentlich noch über die Runden? Die müssen wir besonders in den Blick nehmen. Wenn wir auf die Unternehmen schauen, werden wir auch da nicht alles auffangen können, aber wir werden sehr breit helfen müssen. Weil wir natürlich gerade Belastungen haben von, ich glaube am Wochenende gab es nochmal einen Hilfeschrei aus der Chemieindustrie, die sehr hart getroffen ist, bis hin zu vielen kleinen Bäckereien, kleinen Einzelhandelsunternehmen, wo auch die Frage ist, gerade im ländlichen Raum, fällt hier eigentlich eine ganze Infrastruktur weg? Fängt hier eigentlich ein ganzer Dorfkern weg, wenn die jetzt alle insolvent gehen sollten? Und ich glaube, was wir machen müssen, ist zwei Sachen gleichzeitig hinzubekommen. Das erste ist retten. Entlasten, das, was wir mit dem Entlastungspaket bereits gemacht haben, also konkrete Hilfen von der Energiepreispauschale über Einmalzahlungen, aber jetzt auch über Veränderungen beim Wohngeld, Kindergeld etc. bei den Unternehmen mit Unternehmenshilfen. Robert Habeck hat letzte Woche angekündigt, der Kreis von denen, die Unternehmenshilfen beantragen können, soll deutlich erhöht werden. Dafür werden wir Geld brauchen. Das wird eine größere zweistellige Milliardensumme sein, über die wir sprechen, wenn wir jetzt wirklich eine Insolvenzwelle verhindern wollen, wenn wir eine echte Rezession verhindern wollen oder zumindest die Folgen auffangen. Und gleichzeitig werden wir an die Preise direkt rangehen müssen. Denn ich glaube, wenn wir einfach die Preise sich weiterentwickeln, wie sie es gerade tun, dann kommt man mit keinem Entlastungspaket noch hinterher. Das machen wir jetzt bei den Strompreisen, indem wir sagen, im europäischen Rahmen werden die Übergewinne, Zufallsgewinne, wie man sie dann immer nennen mag, abgeschöpft und zurückgezahlt über eine Strompreisbremse. Da ist gerade das Wirtschaftsministerium dran, den genauen Modus zu entwickeln, wie es geht, mit der europäischen Ebene gemeinsam. Und mittelfristig, indem wir aber auch das Strommarktdesign verändern, ich glaube, viele Leute haben in den letzten Wochen das erste Mal von der Merit Order gehört, aber genau das ist ja ein Problem, dass das teuerste, sozusagen das teuerste Kraftwerk gerade den Preis bestimmt im Strommarkt. Das ist jetzt gerade das Gas. Das heißt, fügt das auch eigentlich billigere Mittel, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, sehr, sehr teuer werden. Und dann müssen wir es auch schauen, was ist eigentlich die Preisentwicklung bei den Gaspreisen. Denn jetzt haben wir ein Instrument gefunden für die Strompreise, aber natürlich sind es gerade vor allem die Gaspreise, die die Menschen sehr beschäftigen. Und hier gibt es eine Gaskommission, die zusammenkommt mit drei Vertreterinnen, Herr Russwurm, Herr Vassiliadis und Frau Grimm, die daran arbeiten werden. Ich glaube, auch hier muss am Ende etwas stehen, was in Richtung eines Deckels geht. Nicht für alles. Ich fände einen allgemeinen Gaspreisdeckel vollkommen falsch, denn da würde ja das Verknappung, die natürliche Verknappung, die dann eigentlich eher künstlich herbeigeführt durch Putin, würde überdeckt werden. Das heißt, man müsste so etwas machen, wo man auf einen Grundbedarf geht und dann da deckelt. Ich finde, das ist auf jeden Fall sehr überlegenswert, in diese Richtung zu gehen. Und wir werden natürlich auch, beim Öl geht man da ein bisschen voran, drüber sprechen müssen. Das ist alles wirklich nicht einfach, weil der Gasmarkt unglaublich schwierig ist. Aber ob man über Preiscaps, Einkäuferkartelle tatsächlich direkt an die Frage rangeht, wie viel zahlen wir eigentlich? Und ich finde, Europa sollte nicht jeden Preis bezahlen. Robert Habeck und auch Klaus Müller haben ja mal im Frühjahr gesagt, wir haben kein Stromproblem, sondern wir haben ein Wärmeproblem. Habt ihr das Stromproblem unterschätzt? Ich glaube, was man vielleicht sagen kann, was unterschätzt wurde, ist das Strompreisproblem. Also denn was wir ja tatsächlich nicht haben und was auch der Stresstest nochmal gezeigt hat, ist ein Strommengenproblem. Also einmal, weil die Strommenge nicht den Preis bestimmt und auch, weil wenn man sich die verschiedenen Stresstest-Szenarien, die ja genau dafür nochmal gemacht wurden, anschaut, sieht man, dass wir eigentlich in fast keinem Szenario ein größeres Problem bei der Menge haben. Aber dass es in schwierigeren Szenarien bei der Netzstabilität, also dieser Frage,
schwieriger werden könnte. Dafür haben wir jetzt mit der Reserve ein Mittel, wie man dem vorbeugen kann, wie man dafür vorsorgen kann. Aber ich glaube, das muss man schon ein bisschen unterscheiden. Wir haben kein Stromproblem im Sinne von Menge, aber klar haben wir gerade ein riesiges Strompreisproblem. Das ist ja für jeden offensichtlich. Ich glaube, es merkt jeder Unternehmer, es merkt jede Person, die eine Stromrechnung bekommt. Das ist ein Riesenproblem. Ja. Jetzt gibt es ja den Vorschlag, auch vom Koalitionspartner, auch die Strom- oder die Energiemenge insgesamt zu erhöhen. Also das Angebot so drastisch zu erweitern, dass man halt eben in diesem Merit-Order-Prinzip, wo das teuerste Kraftwerk bestimmt den Preis, das ist momentan Gas. Und deswegen, egal wie gering eigentlich der Beitrag von den Gaskraftwerken für die Energie ist, der letztendlich setzt ja diesen Preis fest. Ja, und es ist natürlich erstmal eingängig zu sagen, okay, wir pumpen so viel Energie in den Markt, dass man so wenig wie möglich diese Gassituation nutzen muss. Ja, da kommen natürlich viele Kraftwerke in Frage, kommt auch erneuerbare Energien in Frage. Also ist es wirklich so, dass wir genug haben? Dass wir genug Strom oder genug Energie haben? Also erstmal ist es so, dass wir nicht einfach die Gaskraftwerke komplett rausnehmen können aus der Verstromung. Denn da sie für bestimmte Formen von Spitzenlasten eingesetzt werden, wo sie nicht ersetzt werden können. Weder von Kohle noch von Atom, was dann ja meistens innerhalb der Debatte ist. Zweitens passiert das ja in Teilen schon. Also wir haben uns dazu entschieden, Kohlekraftwerke aus der Reserve rauszunehmen und Kohlekraftwerke, die eigentlich jetzt schon abgeschaltet sein sollten, jetzt wieder laufen zu lassen, klimaschutzmäßig. Habt ihr euch als Grüne auch anders vorgestellt, oder? Schmerz auf jeden Fall. Ich meine, der Kohleausstieg 2030 steht. Der ist auch für mich nicht sozusagen, der wackelt nicht. Denn es wäre vollkommen falsch, unsere Handlungsfähigkeit für die Zukunft jetzt einzuschränken. Aber klar, erstmal gehen wir diesen Schritt an dieser Stelle. Das heißt, es passiert natürlich auch was, was sozusagen das Ersetzen angeht von Gaskraftwerken. Wie gesagt, komplett wird es nicht funktionieren. Aber bei den Strompreisen, ich finde, da müssen wir schon bei dem bleiben, was wirklich wirkt. Und wenn man sich anschaut, ist das bei Atom ein ganz, ganz, ganz geringer Teil. Gibt es unterschiedliche Berechnungen, manche gehen von 1% aus, manche reden von 4%, aber eine sehr geringe Wirkung, da hat die Strompreisbremse. Und ich bin ja auch froh, dass wir innerhalb der Koalition gemeinsam uns darauf geeinigt haben, diesen Weg jetzt zu gehen, einen viel, 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 viel größeren Effekt. Das heißt, wir müssen da schon auf die Sachen fokussieren, finde ich, die nicht nur so klingen, als ob sie helfen, sondern die am Ende auch wirklich helfen. Okay, jetzt nehme ich mal mit. Also ihr macht euch Gedanken über die rechtliche Zulässigkeit jetzt dieser, ich sag mal, Versorgungssicherheit, was das Thema Unternehmen angeht, Uniper und Co. Es gibt ein Entlastungspaket für die Unternehmen, für die Bürger erstmal, ja, Direktzahlung, sind aber nicht dabei. Das war Brigitte Knopf heute Morgen hier, die kennst du ja sicherlich auch. Die hat gesagt, uns fehlen so ein paar Instrumente, um auch zum Beispiel Bürger direkt zu entlasten. Wir machen das ja mit Einmalzahlungen jetzt auch über die September-Einkommen. Aber wir haben jetzt keine Möglichkeit, gerade diese von dir angesprochenen unteren Einkommen auch direkt anzusteuern. Plant ihr da noch irgendwas in diese Richtung, Entlastungspaket 4? Was ist da drin? Ich glaube, ich werde nicht jetzt hier schon die großen Ankündigungen machen. Wir haben immer gesagt, kannst du wir gerne. Werden handeln, wenn wir handeln müssen. Das gilt auch für ein weiteres Entlastungspaket. Aber das, was Brigitte Knopf dann auch angesprochen hat, das war für mich einer der irritierendsten Momente, als ich in diesen Verhandlungen zum Entlastungspaket saß. Wir hatten ja auch vor dem Koalitionsausschuss beim zweiten Entlastungspaket so eine Vorbereitungsgruppe. Und als mir da nochmal in so krasser Weise klar geworden ist, dass wir einfach kaum Mittel haben, direkt Geld an Bürgerinnen zu zahlen. Das glaubt einem ja niemand. Also es ist ja was, wo alle denken, das kann ja nicht sein, dass der Staat keine Möglichkeit hat, Geld an die Bürgerinnen direkt auszuzahlen. Ist aber tatsächlich so. Wir haben dann Umwege gefunden. Wir machen es über die Arbeitgeberinnen, bei den Menschen, die sozusagen lohnpflichtig sind, bei den Selbstständigen über die Steuererklärung, bei den Studierenden suchen wir gerade noch nach einem Weg, bei den Rentnerinnen über die Rentenversicherung. Aber es ist ja unglaublich kompliziert, unglaublich umständlich, in vielen Stellen auch deutlich bürokratischer, als es sein sollte. Und deshalb haben wir uns im zweiten Entlastungspaket darauf geeinigt, dass bis Ende dieses Jahres der Koalitionspartner, also der Finanzminister Christian Lindner, einen Mechanismus ausgearbeitet haben muss für das Klimageld. Denn das ist genau diese Vorstellung, ursprünglich mal vor allem im Kontext des CO2-Preises. Also wie gesagt, wenn der CO2-Preis steigt, dann brauchen wir eine Möglichkeit, dieses Geld an alle Bürgerinnen zurückzuzahlen. Jetzt ist es gerade nicht der CO2-Preis, der die Menschen schwitzen bringt, der spielt eine sehr untergeordnete Rolle, sondern es sind die fossilen Preise, also eigentlich das nicht handeln an Klimaschutz der letzten Jahre, das sich da gerade für bemerkbar macht. Aber auch dafür wäre es ja total geschickt, wenn wir dieses Klimageld jetzt schon hätten. Dann hätten wir genau diesen Auszahlmechanismus. Wir hätten uns unglaublich viel Bürokratie gesperrt, wir wären sehr viel schneller und wir könnten auch zielgenauer sein. Das muss jetzt wirklich kommen bis zum Anfang des Jahres. Ich würde noch ein letztes Mal, dann verlassen wir auch dieses Thema aktuelle Krise, aber ich noch mal diese Preissteigerung bei Unternehmen. Da hat Robert Habeck gesagt, da kommt was.
Also ich war jetzt letzte Woche bei einem Unternehmerkongress und da erzählten mir wirklich, also erzählten mir die insbesondere energieintensiven Unternehmen, dass die Preissteigerung von 800% haben. Wenn man zum Vergleich in China 13%, in den USA 16%. Also da ist gar nicht mehr von Wettbewerbsfähigkeit eine Rede, sondern das ist im Grunde genommen eigentlich ein Aus. Ja. Habt ihr das, also ich sag mal so, du hast angekündigt, da ist was, aber man hat irgendwie das Gefühl, es waren drei Entlastungspakete. Natürlich muss man auch an die Masse der Bevölkerung denken, aber wir reden ja über das Fundament unseres sozialen Wohlstandes eigentlich. Und das, was da jetzt kommt, wenn die Leute irgendwie ihre Stromrechnung bekommen werden und wir können nicht alles mit Entlastungspaketen machen, die müssen auch irgendwo von Geld verdienen. Sind wir am Ende des Winters ein deindustrialisiertes Land? Nein, das werden wir nicht sein. Und trotzdem müssen wir diese Situation gerade verdammt ernst nehmen. Das ist eine Ernstlage, auf die wir da zusteuern. Wir müssen drei Dinge tun. Das erste sind die Unternehmenshilfen, die kommen müssen, so schnell wie möglich und vor allem für so viele wie möglich. Das zweite ist die Frage der Strompreisbremse, die muss auch für Unternehmen mit genutzt werden können. Und das dritte hängt natürlich auch die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger damit zusammen. Denn wenn wir jetzt in einen Nachfrageschock reingehen, also wenn ich zum Beispiel an den Bäcker denke, für den ist die Frage, wie groß ist der Strompreis, aber auch die Frage, kauft noch jemand ein Brötchen. Mhm. Wenn er einen gestiegenen Strompreis weitergibt, wird es teurer. Wenn wir gleichzeitig Bürgerinnen haben, die immer größere finanzielle Sorgen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie aufhören zu kaufen. Das heißt, auf diese Strompreise, wenn jetzt noch ein Nachfrageschock draufkommt, dann kommen wir wirklich in eine Rezession rein. Und das ist für mich die Grundsatzfrage, vor der wir gerade stehen. Wir hatten bei der Finanzkrise vor ein paar Jahren, hat damals Wolfgang Schäuble das Credo ausgegeben, in Krisen muss man sparen. Das hat Teile von Südeuropa in wahnsinnige Armut gestürzt, in große Wirtschaftskrisen. Das sollten wir heute nicht tun. Das heißt, wir müssen jetzt entscheiden, wenn man jetzt auf einen Sparkurs setzen würde, dann würde das bedeuten, unsere Antwort auf die Inflation ist eine riesengroße Rezession. Und diese Rezession geht mit Armut einher, sie geht aber vor allem mit einem Wegfall von Wirtschaft, mit einem Wegfall von Produktionskapazitäten in Deutschland und mit einem Wegfall von Arbeitsplätzen einher. Und diesen Preis sollten wir nicht bereit sein zu zahlen. Das heißt, jetzt auch Geld in die Hand zu nehmen, um zu unterstützen, zu investieren, wird unglaublich wichtig sein. Jetzt muss ich doch noch mal einmal bei dem Thema bleiben, weil du hast das Thema Inflation angesprochen. Das ist ja das Zweite, was nicht nur Unternehmen, sondern auch Verbrauchern jetzt wirklich ernsthafte Sorgen macht. Jetzt hat man ja so in den volkswirtschaftlichen Lehrbüchern gelernt, wenn man irgendwie Inflation hat, dann ist eine expansive Geldpolitik, wie wir sie gerade haben, nicht gerade das Produkt, also nicht gerade das Instrument, um eine Inflation in den Griff zu bekommen. Wir antworten jetzt aber in der Krise wieder mit sehr viel Geld, auch von staatlicherseits. Also ne, du hast von einer Rezession gesprochen, aber heizen wir die Inflation nicht noch zusätzlich jetzt auch an und ne, geben wir so viel Geld aus, aber das Geld ist am Ende des Tages gar nicht mehr das wert, was es eigentlich mal war. Ich glaube, man muss sich in so einer Situation anschauen, was für eine Inflation haben wir eigentlich und was sind die Ursachen. Und da haben wir im Moment eine angebotsgetriebene Inflation. Das heißt, nicht das Problem bei der Nachfrageentwicklung treibt diese Inflation, sondern vor allem die Preissteigerung bei den Fossilen. Wir haben es als eine fossile Inflation bezeichnet. Das heißt, die Preisteuerung bei dem Angebot. Wenn wir jetzt nicht investieren würden, dann wären wir dauerhaft abhängig, dann würden wir auch nicht investieren in erneuerbare Energien. Das heißt, wir bleiben von genau diesen Fossilen, die nicht billiger werden. Also wir werden nicht in einem halben Jahr billiges Gas wieder haben. Ich glaube, diese Zeit von billigem russischem Gas, die ist dauerhaft vorbei. Das heißt, wir würden ja diesen Zustand verlängern und gleichermaßen, wenn jetzt noch ein Nachfrageschock dazukommen würde, also die Menschen unglaublich weniger nachfragen, dann würde sich die wirtschaftliche Lage deutlich verstärken. Mhm. Das heißt, in dieser Situation jetzt gerade zu sparen, würde heißen, wir nehmen eine Rezession in Kauf, um der Inflation, aus der Inflation rauszukommen. Und das halte ich für wirtschaftspolitischen Wahnsinn. Denn das würde tatsächlich hier Arbeitsplätze, Unternehmen und so einen Wohlstand gefährden. Das sollten wir nicht tun. Das heißt nicht, dass man in so einer Situation einfach überall Geld draufhaut. Sondern was wir eigentlich hinbekommen müssen, ist, glaube ich, sehr viel strategischer darüber nachzudenken. Vielleicht nicht so sehr das Mantra, Schuldenbremse ja oder nein, sondern strategisch darüber nachzudenken, wo brauchen wir gerade Geld? Bei den Unternehmenshilfen sollte nicht gespart werden, beim sozialen Zusammenhalt sollte nicht gespart werden und bei den erneuerbaren Energien, also dem Mittel, das uns unabhängig macht von Fossilen, da sollte nicht gespart werden.
Das bringt mich wunderbar eine Überleitung auch zu einer Perspektive. Wir haben ja auch über Wasserstoff gesprochen, wir haben über viele Zukunftstechnologien gesprochen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die jetzt uns in diesem Winter noch nicht helfen werden. Die können uns erst helfen, aber gleichzeitig ist natürlich die Frage, wie kommen wir eigentlich hin? Wo setzen wir eigentlich die Anreize? Ja? Und da ist natürlich schon die Frage, jetzt nehmen wir die CO2-Bepreisung raus. Wir setzen ja momentan Anreize, die eigentlich genau das Gegenteil von dem sind, wo ihr eigentlich oder wo wir alle eigentlich mal hin wollten, nämlich zur Klimaneutralität. Auch am Ende des Tages Entlastungspakete haben ja den Nachteil, sage ich jetzt mal, ne, den sozialen Vorteil, aber den ökologischen Nachteil, dass natürlich nicht so an Wärme und Strom gespart wird, wie es vielleicht auch sein könnte. Ja? Also wie kommen wir eigentlich aus diesem Krisenmodus, wo wir jetzt erstmal diese Versorgungssicherheit gewährleisten müssen, hin zu einem Nachhaltigkeitsmodus, um mittelfristig wieder auf den richtigen Kurs zu kommen? Die Frage meiner politischen Amtszeit, würde ich sagen. Ja. Die bestimmte Frage, die mich gerade am meisten umtreibt. Also einmal gehört zur Politik natürlich dazu, dass man auf veränderte Realitäten reagiert. Und ich sage, wir hatten aber im Wahlprogramm auf Seite 320 das und das stehen. Ich würde mal ein Beispiel, das du gerade auch angesprochen hast, nehmen beim CO2-Preis. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass wir einen CO2-Preis haben, der auch tatsächlich Preise ausdrückt. Das war für uns nie das eine klimapolitische Instrument und vor allem soll es auch mit dem Klimageld perspektivisch verbunden werden, aber natürlich ein sehr wichtiges Instrument. Jetzt sind solche Ergebnisse von Koalitionsausschüssen, wie man sich denken kann, auch Kompromisse. Das heißt, das war natürlich nicht unser Vorschlag. Trotzdem überlegt man natürlich in einer Situation wie jetzt, was ist der Gedanke hinter einem CO2-Preis? Und das sind vor allem zwei Dinge. Das erste ist, eine Lenkungswirkung zu schaffen. Und da muss man, glaube ich, ehrlich sagen, bei den Fossilen braucht es gerade nicht unbedingt eine zusätzliche Lenkungswirkung. Mhm. Die ist da. Also wenn die Leute gerade diese Preise zahlen, da ist aus dem Markt heraus eine riesige Lenkungswirkung. Und das Zweite, bis wir zum Klimageld kommen, Geld zu generieren für Klimaschutzmaßnahmen, also für den sogenannten KTF. Und da haben wir dann gesagt, innerhalb des Koalitionsausschusses, naja, dieses Geld fehlt. Und das wäre ein Problem, vor allem im Verkehrsbereich. Da, glaube ich, wird der CO2-Preis am meisten fehlen. Und da, wir haben es hier vorher von verschiedenen Zeiten gehört, passiert mit Abstand am wenigsten beim Klimaschutz. Da hängen wir am meisten hinterher. Und das haben wir gesagt, wenn wir jetzt den CO2-Preis nicht erhöhen im nächsten Jahr, dann werden wir gleichzeitig das Geld, was dafür reingekommen werde, in Verkehr, in die Schiene investieren. Das heißt, eigentlich einen Ersatz dafür schaffen. So wie wir auch gesagt haben, wenn wir mit den Entlastungspaketen erstmal fossilen Konsum mit finanziell unterstützen, da unsere Antwort ja nicht sein kann, wir nehmen Sparanreize, die einfach Armut in Kauf nehmen, dann heißt das gleichzeitig, dass wir im zweiten Entlastungspaket Effizienzmaßnahmen mit auf den Weg gebracht haben. Gasheizung ab 2024 zu 65% erneuerbar betrieben werden müssen und dass wir das 9-Euro-Ticket als, glaube ich, eigentlich eine der besten Erfindungen dieser Regierung sozial und ökologisch auf den Weg gebracht haben. Das ist für kurzfristig, das heißt, wir müssen einen Ausgleich schaffen für diese Maßnahmen, die wir gehen und vor allem dürfen wir den Plan nicht aus dem Blick verlieren. Ich habe vorher das Beispiel des Kohleausstiegs genannt. Wir nehmen jetzt gerade Kohlekraftwerke aus der Reserve. Das heißt, wir müssen gleichzeitig so viel schneller werden beim Ausbau der erneuerbaren Energien durch Planungsbeschleunigung, durch Investitionen, durch das 2%-Ziel, dass wir den Kohleausstieg 2030 halten können. Und genau das ist eigentlich für mich grüne Politik in dieser Regierungszeit, in dieser Krisenzeit. Pragmatismus beim Reagieren auf die Realität, aber trotzdem einen Plan haben. Denn wenn ich überlege, wenn wir jetzt gerade noch einen Wirtschaftsminister Peter Altmaier, den ich persönlich sehr mag, aber wenn er jetzt gerade noch Wirtschaftsminister wäre, eine große Koalition, würden wir auch Kohlekraftwerke aus der Reserve nehmen. Würden wir ganz viele Schritte tun, die wir jetzt auch gehen. Wir würden aber nicht gleichzeitig ein Osterpaket machen, das die größte Reform bei den Erneuerbaren seit 20 Jahren wäre. Mhm. Wir hätten nicht das 2% viel rankriegen. Wir würden nicht, dass wir ein 9-Euro-Ticket machen. Das heißt, das, ja, Pragmatismus und Plan müssen da schon zusammengehören. Letzte sozusagen inhaltliche Frage, du musst ja los, deswegen, ne, also wollen wir uns auch heute kurz fassen. Für uns als TÜV-Unternehmen ist das Thema Vertrauen so quasi unser Gründungsmotivation. Ja, wir haben vor 150 Jahren, das ist heute auch schon öfter angeklungen, unser Auftrag ist eigentlich, Menschen und Umwelt vor den Folgen von Technik zu schützen. Also von daher vielleicht sogar, wenn es die Grünen damals gegeben hätte, wärt ihr vielleicht auch bei uns Mitglied geworden. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, haben wir durch diese ganze Krisensituation, diese Preissteigerung, diese Teuerungsraten, droht dann nicht auch die Akzeptanz und das Vertrauen in diese Klimapolitik sich zu verlieren? Also haben wir da irgendwie ein Thema? Das kommt unglaublich stark darauf an, wie wir durch diesen Winter kommen. Wenn wir es nicht schaffen, eine soziale Krise zu verhindern in diesem Land,
dann besteht natürlich die Gefahr, dass wir einen Vertrauensverlust in die Klimapolitik haben, dass wir aber ehrlich gesagt aber auch einen Vertrauensverlust in die Demokratie als Ganzes haben. Das bin ich mir dieser Verantwortung sehr bewusst, dass wir gerade auch über die Zukunft dieser Demokratie entscheiden in diesem Land. Und wenn ich sehe, wie da manche mir auf der Straße begegnen, dann sehe ich, dass es an manchen Stellen auch droht zu bröckeln, wenn ich Ergebnisse in Umfragen aus Thüringen oder Sachsen-Anhalt sehe. Das heißt, jetzt das Vertrauen in Demokratie und damit auch in eine demokratisch legitimierte Klimapolitik zu erhalten, ist unglaublich wichtig. Und das wird davon abhängen, ob wir es schaffen, den sozialen Zusammenhalt zu sichern. Davon bin ich komplett überzeugt. Auch das verbunden mit der Rezessions- und Sparfrage, die ich vorher angesprochen habe. Auch darüber entscheiden wir an dieser Stelle. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch ein geschärftes Bewusstsein. Nicht umsonst habe ich vorher von der fossilen Inflation gesprochen. Ganz, ganz viele Menschen merken ja gerade, dass diese Abhängigkeit von Fossilen uns unglaublich verwundbar gemacht hat. Geopolitisch verwundbar, dass ein Wladimir Putin mit Daumen rauf, Daumen runter über unsere Energieversorgung entscheiden kann. Sozial verwundbar aufgrund der hohen Preise und klimapolitisch sowieso. Und sie merken, dass es eine Frage der Sicherheit ist. Und ich glaube, deshalb haben wir auf der anderen Seite gerade ein Fenster, was eine Bereitschaft geht, jetzt was zu verändern. Vorher wurde ja gesagt, die Politik muss vom Gewohnten loslassen. Und vielleicht merken wir gerade, dass das Gewohnte uns in eine verdammt tiefe Krise geschüttet hat. Und das kann auch dazu helfen, gesellschaftlich zu sagen, ja, wir lassen davon los, wir verändern was, um Stabilität zu schaffen, um Sicherheit zu schaffen. Und ich merke, dass wenn ich bei mir im Wahlkreis unterwegs bin, ich habe auf der Schwäbischen Alb einen Wahlkreis, der sehr schwarz ist. Das heißt, ich habe eigentlich alle Bürgermeister, eine Bürgermeisterin von ungefähr 42 Gemeinden dort, kommen eher aus dem konservativen Spektrum, Freie Wähler, Union. Da war jetzt in den letzten Jahren, wenn man dort unterwegs war, die Begeisterung für die erneuerbaren Energien nicht immer riesengroß. Das hat sich geändert. Die kommen jetzt zu mir und sagen, was können wir hier tun, weil sie verstehen, es geht um die Sicherheit auch der Bürger und Bürgerinnen hier in Backenang, hier in Schwäbisch Gmünd. Und dieses Fenster müssen wir jetzt nutzen. Ich bin froh, dass du das Stichwort Sicherheit nochmal benutzt hast, weil das natürlich auch eine Triebfeder für uns ist. Letzte Frage, wenn du 2024, das muss ich mal rechnen, sind das eigentlich 2025 in der nächsten Bundestagswahl, ne? 2025 Bundeskanzlerin wärst, was würdest du dir wünschen, auf deinem Schreibtisch vorgefunden zu haben? Ich denke nicht, dass das passieren wird, beziehungsweise ich bin sehr sicher, um wieder zur Sicherheit zu kommen, dass das nicht passieren wird. Aber ich kann jetzt sagen, worauf ich als Bundesvorsitzende hinarbeite, was dann vielleicht ein grüner Kanzler oder eine grüne Kanzlerin 2024 auf dem Tisch stehen haben wird, dass wir unabhängig sind von Russland, dass natürlich unabhängig von einem Kriegsverbrecher, dass wir durch diesen Winter gut durchgekommen sind ohne eine Wirtschaftskrise, also dass wir eine Regierung haben, die mit einer gesunden Wirtschaft an der Transformation arbeiten kann, wie wir das hinbekommen und dafür aber auch eine vorfinden muss, die stabil ist, die funktioniert und dass wir auf dem Weg sind, die Klimaziele einzuhalten, das 1,5-Grad-Ziel auf diesen Pfad zurückgekommen sind. Denn das bleibt bei allem, was wir gerade besprochen haben, was mich auch jeden Tag umtreibt, bleibt das die große Aufgabe meiner politischen Generation. Sagt die Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Ricarda Lang. Ganz herzlichen Dank für den Besuch. Sehr gerne. So, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken bei einem großartigen Publikum online und offline. Ich darf mich bedanken beim TÜV-Verbandspräsidium für die rege Teilnahme und ich darf mich vor allen Dingen auch bedanken bei der Dame, die uns hier durch den Tag geführt hat und ich eigentlich im Grunde genommen hier die letzte Abmoderation machen darf. Patricia Pantel, wo ist sie da? Für eine hervorragende Moderation. Herzlichen Dank für diesen wunderbaren Tag. Ich darf Ihnen und euch jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag wünschen. Ich glaube, wir haben viele Impulse gehört. Es war unsere erste TÜV Sustainability-Konferenz, aber für uns ist dieses Thema ein ganz zentrales. Es ist einer unserer Schwerpunktthemen in diesem und ich bin mir ganz sicher auch im nächsten Jahr. Und ich sag mal so ganz vorsichtig, ich glaube, das wird nicht die letzte TÜV Sustainability-Konferenz gewesen sein, die wir machen. Mit Nachhaltigkeit geht es auch in der nächsten Woche weiter. Und Patricia Pantel hat ja den Tag eingeleitet mit, ich glaube, Cannabis-Investitionen als vermeintlich grüne Investition, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben nächste Woche auch das Thema Cannabis und zwar Cannabis im Straßenverkehr. Ein ganz spannendes Thema. Ihr wollt das ja liberalisieren. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir das im Straßenverkehr organisiert bekommen und was passiert mit den Leuten, die dann konsumieren oder nicht konsumieren. Deswegen gibt es nächste Woche unsere Fit-to-Drive-Konferenz, zu dem ich euch und Sie herzlich einladen möchte. 28. und 29. September. Jetzt wünsche ich allen einen schönen Abend, einen sicheren Abend. Wenn Sie noch ein bisschen da bleiben wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Viel Spaß, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.